Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Immer noch mit der alten Kamera gedreht. Wir haben noch ein Produkt, was wir noch filmen müssen. Dafür brauche ich auch die Kamera, damit ich euch da ein bisschen was zeigen kann. Deswegen, aber ich bin auch schon ein bisschen am Reinfuchsen mit der neuen Kamera. Ich denke mal, bald wird es möglich sein, dass ich damit auch filmen werde. So. Das ist, hier wird irgendwo Werbung stehen, das wurde mir zur Verfügung gestellt. Und zwar ist es ein Dreibein. Ich hatte eigentlich angefragt wegen einer Fernbedienung, aber mir wurde sogar ein Dreibein zur Verfügung gestellt mit Fernbedienung, wo man die Fernbedienung sogar rausnehmen kann. So, weiter geht's. Meine Tochter kam runter. So. Ihr seht halt das gute Stück. Und die werden wir jetzt mal auspacken. Da ist halt nichts Weltbewegendes mit bei beim Auspacken. Ich habe die auch schon, also normalerweise ist ein Unboxing immer erste Mal, aber ich habe sie schon ausgepackt, weil ich neugierig war. Und zweitens, weil ich die Fernbedienung brauchte für einen Livestream. Zum Einstellen zeige ich euch gleich. So. Einmal hier ein Heft, nochmal ein Heft. Die brauchen wir nicht, die sind alle in Englisch und Chinesisch. So, haben wir hier, oder? Habe ich da doch ein deutsches mit bei gehabt? Müssen wir nochmal gucken. Ne, das ist das Englisch und Chinesische. Ich hatte nur das andere habe ich gar nicht gesehen gehabt. Und hier auch nochmal. Chinesisch und Englisch. Da müssen wir mal gucken. Das wird mit dem Fuß. Kommen wir hier rauf. Ach, hier ist das erklärt mit der Fernbedienung, welche Knöpfe man drücken soll. Gut, den Zettel hatte ich nicht gesehen. Habe ich dann selber rausgekriegt. Ein bisschen schade, dass halt das alles hier in Englisch steht und halt nicht Deutsch. Ja, das muss ich mir dann alles mit dem Übersetzer dann noch übersetzen. So, ich bin da auch noch ein bisschen am Ranfuchsen. Da wird es dann auch noch ein Fazitvideo später geben. So, und da haben wir einmal das. Hier dann halt noch diesen Zeitzeug, halt, damit es nicht nass wird. Das Bändchen ist normalerweise nicht dran. Das ist dran, weil ich schon dran gemacht habe. Und wie gesagt, ich hatte eigentlich angefragt, weil ich die Fernbedienung wollte. Und ich habe für die Kamera so viel ausgegeben und habe versucht halt, damit es mich nicht so hart trifft, das ein bisschen abzufedern. Und deswegen habe ich halt auch Anfragen gestellt, ob da was möglich ist. Und der Hersteller hat gesagt, ja, ist kein Problem. Ich habe gedacht, ich kriege die Fernbedienung und dann kamen drei Beine und da war ich sehr verwundert. Und dann habe ich das ausgepackt und habe gesehen, was? Kann man rausmachen. Also 2 in 1. Hier ist auch dann abgebildet, wie das funktioniert. So, rein. Und dann kann man das Dreibein hier so rausmachen. So. Das ist auch hervorragend geeignet. Ich werde euch das später auch zeigen. Mir fehlt halt noch ein Aufsatz für hier oben. Und zwar der Aufsatz, der jetzt auf meinem Stativ ist und auf dem Stativ, nicht Stativ, aber auf der Halterung für den Livestream. Also am PC, also da, ich habe mir nur 2 Halterungen geholt, war teuer genug erstmal. Da kommen noch welche, da muss ich mir noch welche kaufen und das mache ich aber erst dann, jetzt Ende März oder so, Mitte März, Ende März und dann kommt da auch nochmal ein Video. Und das Stativ finde ich halt sehr interessant, weil wir haben ein Stativ, wir können uns das dann so hinstellen, Kamera zu uns neigen, hoch runter machen, zeige ich euch gleich, kann man hier an der Seite, hier an der vorne alles machen. Wir haben dann hier gleich für Zoom, Quatsch, für, Gesichtserkennung, ja, kann man drücken, einmal also A11 on, kann man einmal drücken oder ihr drückt halten, je nachdem, wie ihr bei euch eingestellt habt in der Kamera. Bei mir macht er dann verschiedene Sachen. Wir haben einen Auslöser für Kamera mit so einem Kamerasymbol. Ich zoome euch mal ein Stück ran, damit ihr das auch seht, was ich euch erkläre. So, wir haben halt praktisch die AF On-Off-Taste, ja, also On,
Bei mir ist es so, ich habe es so eingestellt, einmal kurz, fixiert da kurz. Und wenn ich gedrückt halte, kommt dann halt dieser grüne Rahmen in der Kamera, wo er genau um meinen Kopf rum ist. Und da wird der Hintergrund ein bisschen unscharf und so. Die C1-Taste, das ist bei der Kamera die gleiche C1-Taste. So. Und zwar befindet die sich oberhalb da, beim An- und Ausschalter. Hier ist der An- und Ausschalter. Befindet sich hier die C1-Taste. Die hatte ich vorher für Videoaufnahme gemacht, weil der Originalknopf für Aufnahme für Videos ist bescheiden angebracht. Der ist hier an der Seite. Da kommst du so schnell nicht so einfach gut ran. Und mit der Kamera hat sich das ja erledigt. Quatsch, mit dem hat sich das ja erledigt. Da kann ich dann einfach so drücken. Dann macht er Aufnahme oder macht ein Foto. Dann haben wir hier oben noch Plus Minus für Zoom. Und dann haben wir hier noch Look. Wenn wir das nach oben machen, dann sind die hier Lock, die Tasten. Dann können wir machen, was wir wollen. Da passiert nichts. Also könnt ihr dann Lock reinmachen und dann könnt ihr halt als Selfie, machen wir, kommen wir gleich dazu, steht da. Und auf der Seite haben wir Zoom und Fokus. So, hier haben wir den Fokusmodus. Da können wir dann mit Plus und Minus, da hat keine Bedeutung gerade. Also da bin ich noch am gucken. Manchmal zoomt der, wenn man auf Zoom ist, auch nicht. Das habe ich gestern im Stream gemerkt. Man hat die Fernbedienung auf Zoom und will mit Plus zoomen oder mit Minus und es macht nichts. Dann einfach mal hochdrücken, nochmal runterdrücken und dann geht das. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt ein generelles Problem ist oder ob das jetzt nur gestern war. Wie gesagt, ich habe sie gestern das erste Mal richtig benutzt. So, und dann steht auch schön fest. Also man hat keine Probleme. So, dann können wir das als Selfie-Stick benutzen. Da haben wir hier eine schöne Einkerbung. Damit können wir dann halt den so und dann können wir halt auch alle Tasten gut erreichen. Und hier hinten haben wir noch eine Taste, da weiß ich jetzt nicht, für was die ist. Ach, die ist zum Drehen. Jetzt ist fest. Jetzt können wir das praktisch einmal im Kreis drehen. Und dann könnten wir den Selfie-Stick andersrum nehmen oder wir drücken das so und dann so ist eingerastet. Und dann können wir auch, warte, da muss ich auch mal rankommen, so sagen, wir machen einfach so und dann können wir die Kamera drehen und können sagen, guck mal nach links. Ach, muss noch ein Stück rauszoomen, Entschuldigung. Ein Stück nach rechts. So, dann haben wir hier noch eine Taste, damit können wir dann den Winkel einstellen. So, dann können wir jetzt zum Beispiel sagen, also wenn uns der Winkel für Selfie halt ein bisschen zu steil ist, wartet mal, ich mache mal schnell raus, ein bisschen zu steil ist, oder ich mache mal lieber so, hat man vielleicht mehr von. So, machen es als Dreibein und wir sagen, das ist halt jetzt so, wir brauchen noch steiler, weil ich höher sitze, weil ich größer bin. Dann kann man halt das hier drücken und dann ist die Kamera schräg hoch. Dann halt wieder drücken. Dann ist er gerade. Und weiter geht sie dann halt nicht. So. Wir haben hier auch einen Drehknopf. Ach, der ist für die Schraube. Das ist ja clever. Dann können wir die Kamera praktisch hier raufsetzen. Und dann mit dem Drehknopf können wir die Schraube drehen, damit die auf die Kamera vernünftig raufgeschraubt wird. Griffigkeit ist sehr, also, doch, Griffigkeit hört sich scheiße an. Also, die Haptik ist ganz gut. Und wie gesagt, ich habe sie jetzt gestern und werde sie auch die nächste Zeit im Livestream benutzen, vor allem in der Fernbedienung, weil das funktioniert wunderbar. Ich kann euch das auch mal zeigen. So, müssen wir hier kurz
abmachen. Und wie gesagt, ich habe jetzt hier schon, wenn man es sieht, von Ulanz oder wie die heißen, so ein Schnellverschluss. Und davon muss ich mir noch zwei holen. Einmal für hier, damit ich es da schnell rauf und ab kriege. Und einmal auch für mein Licht, also für mein Ringlicht und so. Und dann, da werde ich später noch ein Video machen, das funktioniert alles wunderbar. Oh, wartet mal, ich will nicht wundern, die Kamera ist jetzt ein bisschen schräg. Ich werde euch mal ein bisschen ranzoomen. So. Dadurch, dass ich die jetzt abfilme, die Kamera, ich hoffe, dass ihr das vernünftig seht auf dem Bildschirm. Also ich versuche so groß wie möglich den Bildschirm drauf zu kriegen. So. Dass ihr das vernünftig erkennen könnt. So. Und hier ist die Fernbedienung jetzt. Und wir können jetzt praktisch sagen, Aufnahme, das mit dem roten Knopf jetzt hier. Kann ich ja so machen, dann seht ihr das im Display sowieso. Und Aufnahme stoppen. Und ihr hört auch den Ton. Das funktioniert jetzt nicht, weil ich bin, also Foto, wartet, so, hier der Fotomodus, also dass ich ein Foto machen will. Also kurz drücken funktioniert, seht ihr ja, das grüne. Aber wenn ich jetzt hier drückt halte, dass er ein Foto macht, das geht nicht. Warum geht das nicht? Weil ich die Kamera oben mit dem mit dem Rädchen im Filmmodus versetzt habe. Da bin ich im Filmmodus und habe halt hauptsächlich die Filmeinstellungen bei der Kamera aktiviert und die ist hauptsächlich für Filmen da. So, wir haben, also wie gesagt, einmal kurz an und aus. Lange drückt bringt auch nichts. Bei Kamera, selbst wenn ich im Filmmodus bin, hier haben wir hier einen Fokus. Seht ihr das? Ich muss mal so machen, dass es nicht der ganze Arm davor ist. Seht ihr das? Und jetzt hier wieder. Genauso ist es jetzt wie mit AF. Ich weiß nicht, seht ihr das? Der fixiert halt. Das funktioniert recht schnell und bei der Kamera. Jetzt, wenn ich ganz nah bin, ein bisschen manchmal Probleme. So, und wenn ich gedrückt halte. Seht ihr das? So, und wenn ich jetzt in den Fokusmodus wechsle, da ist genau das gleiche. Aber wenn ich jetzt hier gedrückt halte, seht ihr das? Ihr drückt halten, zack. Extrem schnell scharf gestellt. Hier kurz drücken. Lange drücken. Funktioniert immer noch nicht. Das funktioniert immer noch. Und bei C1 komme ich jetzt hier in den ISO-Wert rein. Das können wir auch wieder schließen. Das ist auch beim Zoom-Modus, da komme ich auch in den ISO-Wert. Das habe ich so eingestellt. Macht sich für Streams halt am besten, da kann ich auf der Rückseite der Kamera das Drehrad gut erreichen. So, jetzt haben wir hier, achso, ich muss auf Zoom. So, dann haben wir hier den Zoom-Faktor. Und wenn ich jetzt hier, seht ihr, die pegelt schnell ein, falls das man nicht machen sollte. Einfach so gedrückt halten. Wir können auch hier oben wechseln. Und jetzt wieder zurück auf Zoom. Und wenn wir jetzt aber hier oben im Zoom sind, im Fokus sind,
Da können wir mit dem Plus-Minus jetzt nicht viel einstellen. Aber hier, so Minus, zack, und wieder raus. Achso, schon raus. Funktioniert auch sehr direkt, wenn man ganz kurz nur drückt. Oder lange und dann aufhört. Also da muss man sich so ein bisschen reinfuchsen, wie die Einstellungen für einen halt am besten sind. Von der Kamera her, sowieso. Und machen wir mal aus wieder, die brauchen wir jetzt nicht mehr. Auch den Verschluss wieder drauf. Ich muss mir auch noch einen Displayschutz dafür holen. So. Und wie gesagt, ich habe die gestern im Livestream das erste Mal benutzt, die Fernbedienung. Sie hat mich nicht im Stich gelassen. Ich musste halt, oder ich hatte aus Versehen mal im Fokusmodus, das kann auch sein, und deswegen musste ich wieder in Zoom. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, irgendwann hat sie nicht richtig gezoomt, dann musste ich hoch runterschalten, oder ich war aus Versehen oben und habe dann runterschalten. Bin mir da jetzt gerade nicht mehr so sicher, das kann ich euch beim nächsten Video sagen. Aber der Zoom ist sehr direkt, funktioniert sehr gut. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wenn man den Zoom nur von der Kamera direkt kennt, dass man da einen Knopf drückt oder halt das Drehrad, so, dann ist man halt ein bisschen sanfter. Hier ist halt ein Knöpfchen und dann man hat halt einen Übertragungsweg von der Fernbedienung zur Kamera, dass die Kamera das macht. Also da muss man wirklich dann nur kurz drücken oder kürzer drücken oder lang drücken. Da muss man sich dann ein bisschen zurechtfummeln. Es kann sein, dass man dann halt zu weit rangezoomt hat, dass man nochmal kurz rauszoomen muss oder so. Das kann immer mal passieren. Aber das kriegt man relativ schnell rein. Das hatte ich auch relativ schnell drinne. Paar Mal gezoomt und ruckzuck hast du drinne. Ich finde es sehr schön, ein Selfie-Stick, also dass ich halt auch für Vlogging halt einen Vlogging-Griff, dann könnte ich halt auch wieder Vlogs machen vernünftig. Ich habe gleich eine Fernbedienung mit drin. Ich brauche nicht an der Kamera machen. Ich kann hier drücken und ich kann auch hier zoomen und den ISO-Wert, also praktisch die ISO-Einstellung anklicken. So, und dann kann ich halt mit einer Hand hinten gehen und das Drehrad drehen, um den ISO-Wert nochmal anzupassen oder halt einen automatischen ISO-Wert. Aber ich habe eigentlich keinen automatischen ISO-Wert dran, weil ich den lieber manuell einstelle. Da hat man mehr davon. Weil ich hatte jetzt schon ein, zwei Mal, wo er bei den ISO-Wert bei der Alpha nicht richtig gemacht hat, wo dann entweder zu hell oder zu dunkel war. Aber da fuchse ich mich ja, wie gesagt, auch gerade noch zurecht. Ich habe die Kamera jetzt gerade mal 2 Tage. So. Da muss ich halt noch ein bisschen was lernen, mich damit noch ein bisschen beschäftigen mit der Materie. Aber da kommt dann auch später dann nochmal ein Video und ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare posten. Ich werde euch den Stick und die einzelne Kamera, falls ihr nur die einzelne Kamera wollt, verlinken. Ich bin dann jetzt weg. Aber die anderen Sachen werde ich euch mal sicherheitshalber auch alle verlinken. Vielleicht ist er da wegen dem Schnellverschluss von Ulanz. Vielleicht ist da ja was mit bei für euch, was ihr vorher so nicht gesehen habt, was vielleicht interessant ist. Ich bin jetzt weg. Ich wünsche euch was. Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, Ahoi, sagt euer Odi.